Wie der britische Mirror berichtet, wünscht sich der 49-Jährige, dass auch Monica Bellucci wieder mitspielt. Die heiße Italienerin war bereits 2015 in Spectre zu sehen, spielte darin Lucia Sciarra, die Witwe eines Attentäters. Sie ist das bisher älteste Bond-Girl aller Zeiten. Ob sie allerdings tatsächlich wieder an der Seite des Geheimagenten auftauchen wird, ist bisher nicht bekannt. Auch sonst ist sozusagen über den 25. Bond-Streifen an der Öffentlichkeit durchgedrungen. Der Mirror munkelt weiter, dass Tesla und SpaceX-Chef Elon Musk einige futuristische Ideen beigesteuert haben soll. Außerdem soll die aktuelle Nordkorea-Krise eine Rolle spielen. Egal welche Gerüchte sich letztlich bewahrheiten, fest steht, dass der Streifen im November 2019 in die Kinos kommt.